Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem zugegeben etwas ungewohnten Rahmen hier. Aber ich denke, es spricht für die Veranstalter, ganz unterschiedliche Stimmen hier zu präsentieren. Sie sehen es schon an den Namen, die hier heute Abend kursieren, nicht wahr? Ich denke aber auch, dieses Land hat die nötigen Instrumente geschaffen, diese Vielstimmigkeit auch auszuhalten. Nun, worum geht es heute Abend? Wir haben es ja, wenn wir ehrlich sind, mit einer Scheinbevölkerung zu tun. Das ist Ihnen womöglich gar nicht bewusst. Aber das ist schon lange nicht mehr die Bevölkerung, was Sie hier sehen. Nein, in dieser Beziehung sind wir in der Schweiz viel zu leichtgläubig. Natürlich sieht das nach einer Bevölkerung aus, dass Menschen mögliche, wird dafür ja auch auf die Beine gestellt, die erzählen sich das dann untereinander. Wie musst du dich hier aufführen, damit der Eindruck entsteht? Und da dürfen wir uns auch gar keine Illusionen machen. Mittlerweile weiß das die ganze Verwandtschaft. Das sind wahre Meister der Nachrichtenübermittlung. Die Kinder werden für diese Zwecke eingespannt. Die nehmen unsere Sprache an. Die besuchen unsere Schulen, die sprechen dann auf den Pausenplätzen bereits unsere Sprache und das richtig schon in der dritten Generation. Das erschwert unsere Arbeit enorm, hier im Einzelfall zu eruieren. Sie können sich vorstellen, in der dritten Generation ist die Ähnlichkeit das ist verblüffend. Ähnlich. Deshalb sage ich seit Jahren, wir müssen hier viel früher eingreifen. Es darf erst gar nicht so weit kommen, wenn so einer erst einmal die Sprache kann. Und die Eltern zu Hause auch nur noch unsere Sprache sprechen, da verlieren wir die Kontrolle völlig. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis so einer eben Professor wird. Und da frage ich mich dann zu Recht, wo sind denn unsere Professoren? Ja, ich muss aufpassen, was ich hier sage. Es sitzen ja immer ein paar Journalisten im Publikum, die mitschreiben. Ja, schreiben Sie mit. Kein Problem. Nein, das Problem ist, dass diese Journalisten ganz offensichtlich nicht fähig sind, mitzuschreiben und dann ein Honorar kassieren für Dinge, die ich gar nie gesagt habe. Darum lassen Sie mich heute einen Gedanken ganz klar ausformulieren. Ich denke, einen äußerst wichtigen Gedanken. Ich denke, einer der wichtigsten Gedanken überhaupt. Wenn eine Bevölkerung sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie nicht mehr weiß, wer das Volk ist, dann sprechen wir von einer Scheinbevölkerung. Ich wiederhole es noch einmal für die... Wenn eine Bevölkerung
sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie nicht mehr weiß, wer das Volk ist, dann sprechen wir von einer Scheinbevölkerung. Sie können diesen Begriff gerne übernehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir die Ersten sind, die die wirklichen Probleme beim Namen nennen. Schreiben Sie einfach, woher Sie es haben. Ändern Sie nichts mehr daran. Scheinbevölkerung, ich kann es Ihnen garantieren, dieses Phänomen wird in den kommenden Jahren das Wahlkampfthema Nummer 1. Warum? Scheinbevölkerung. Lassen Sie sich diesen Begriff einmal auf der Zunge zergehen. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Ja, das Volk schrumpft immer mehr zu einem beängstigend kleinen Teil in der Bevölkerung. Mittlerweile sind wir auf einem historischen Tief von 75%. Und da muss man doch bei allem Respekt in einer Demokratie noch die Frage stellen dürfen, wo bleibt das Volk? Ursprünglich bezeichnet Volk schlicht eine Menschenmenge. Und wir haben heute tatsächlich eine Menge Menschen. Scheinbevölkerung sage ich auch deshalb, weil diese Bevölkerung einfach stillschweigend davon ausgeht, dass sie die Bevölkerung bildet. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass das Volk zuerst über diese Bevölkerung abstimmen muss. Eine Bevölkerung ist nicht einfach blutsgegeben. Die Geschichte hat uns schon einmal gezeigt, wohin das führt. Und deshalb stehen wir heute vor einer historischen Wende. Wir sehen es mit den eigenen Augen. Wir lesen es in den sozialen Medien. In ganz Europa rebelliert das Volk gegen die eigene Bevölkerung. Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Es freut mich sehr, dass Sie mir bis hierher ohne größere Zwischenfälle gefolgt sind. Nein, ich weiß, Sie tun das für die Schweiz, für die Unabhängigkeit und im Endeffekt eben für eine lebendige Wirklichkeit. Also, bitte einen großen Applaus. Sie haben sich diesen Applaus verdient.